Peace out, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, herzlich willkommen zu meinem zweiten Vlog. Wie ihr im Titel schon sehen könnt, bin ich alleine weggefahren. Einfach weil mir hier in Berlin so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen ist. So wie wahrscheinlich jeden gerade. Und wenn ich es so nicht getan habe, dann abonniert erstmal meinen Kanal. Liked das Video schon im Voraus, einfach weil ihr cool seid. Ich weiß, dass ihr cool seid. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr gerne, ob ihr überhaupt alleine in Urlaub fahren würdet, ob ihr lieber mit Freunden unterwegs seid oder mit der Familie. Ich bin so jemand, der sich eigentlich ganz gut alleine beschäftigen kann. Klar bin ich auch gerne mit Freunden in Urlaub, aber ich finde manchmal ist es ein bisschen organisatorisch schwierig. Und ja, deswegen lasse ich mich da nicht abhalten und fahre auch alleine, wie ihr seht. Und genau deswegen habe ich euch so ein bisschen mitgenommen und wünsche euch viel Spaß. So, ich bin gerade angekommen und die Häuser sind auf jeden Fall mega süß. Hier ist mein Badezimmer mit Regendusche und Fernseher und schön gemütlich hier. Ja, Leute, was geht? So. Ich habe zwar eine Dachterrasse hier, die zeige ich euch morgen mal bei Licht, aber weil ich ein Assi bin, hocke ich jetzt einfach hier mal so mir vor der Tür und rauche mir eine. Und ich bin hier ganz alleine auf jeden Fall auf dem Campingplatz oder wie man das nennen kann, auf diesem Platz hier auf jeden Fall. Und ist auch irgendwie ein bisschen creepy, oder? Ich habe auch erst überlegt, ob ich mir Pfefferspray mitnehmen soll, weil falls hier irgendjemand ist oder so, ja, damit man irgendwas hat, damit man sich wehren kann. Aber ja, vercheckt wie ich bin, habe ich das natürlich auch vergessen. Und im Endeffekt, ja, wenn hier niemand ist, wer soll denn einem auch dann was antun? Das sagen die in Horrorfilmen bestimmt immer auch immer vorher. So, was gucke ich denn mal? Ich habe vorhin schon mal so einen Film geguckt mit Jennifer Lopez. Ich war früher mal mega der krasse Jennifer Lopez-Fan. So von 9 bis 12 oder so, da hatte ich jede CD, jede DVD, alles, was es da so gab. Ist jetzt leider nicht mehr so der Fall, aber. Ja, da ich ein bisschen unkreativ bin, glaube ich, ich gebe mir jetzt einfach noch irgendeinen Jennifer Lopez-Film. Alexa, zeig mir einen Film mit Jennifer Lopez. Jennifer Lopez Filme wird von Netflix abgerufen. Enough, den habe ich vorhin gesehen. Hä, die anderen sind doch gar nicht mit Jennifer Lopez, oder? Naja, schauen wir mal, was ich so finde. Und, ah, genau, ein paar Süßigkeiten hole ich mir auch noch. Wenn man schon mal dabei ist, ne, kann man sich ja auch mal gönnen. Ich finde den Bereich hier oben übrigens voll chillig. Okay, mal abgesehen von der Unordnung, meine ganzen Klamotten. Und das Geile hier ist, in dem Haus kann man auch irgendwie alles so elektronisch steuern. Hier meine Heizung. Dann kann man das Licht von hier machen. Hier kann, genau, ist nochmal so ein extra Bettlicht. Und unten kann ich auch steuern von hier. Und halt auch ganz chillig nochmal das Fenster hier oben. Dann kann man so ein bisschen auf die
Häuser gucken. Bin ich heute Morgen mit so einem schönen Schnee da draußen aufgewacht. Ja, voll cool. Ich finde das Häuschen hier voll gemütlich. Auch wenn es halt alles relativ klein ist. Hallo, heute mal im Chiller-Look. Boah, es sieht richtig eklig aus, ne? Ich habe heute meinen Beauty-Tag, auch wenn es nicht danach aussieht. Kennt ihr das, wenn ihr in Urlaub fahrt und wenn ihr mal zu Hause noch so denkt beim Packen, ach, ich brauche das sowieso nicht. Sowas wie Nagelschere oder irgendwelche Sachen halt, bestimmte Klamotten oder so. Und dann kommt man an und denkt sich, fuck, warum habe ich das nicht mitgenommen? Genau, und ja, ich glaube, diesmal habe ich hoffentlich an alles gedacht und werde das dann gleich noch machen. Und genau. Auf jeden Fall ist heute ja der dritte Tag und jetzt ist auf jeden Fall so ein bisschen der Zeitpunkt bei mir, wo ich eigentlich immer schon so ein bisschen denke, boah, jetzt würde ich eigentlich doch wieder gerne nach Hause. Manche Leute haben das ja so, die könnten am liebsten die ganze Zeit unterwegs sein, sind irgendwie, was weiß ich, monatelang von zu Hause weg. Ich bin eigentlich jemand, der gerne zu Hause ist. Und wenn ich dann aber wieder zu Hause bin, dann bin ich wieder weg und umgekehrt. Und ja, naja. Aber jetzt sind es ja auch nur noch 2 Nächte und dann bin ich wieder zurück im Berlino in meinem eigenen Bettchen. Und genau, dann melde ich mich morgen nochmal bei euch und wünsche euch noch einen schönen Abend oder wann auch immer ihr das guckt. Guten Morgen. So, der Beauty Day hat gestern offensichtlich nichts gebracht. Ich sehe immer noch genauso aus wie gestern. Nur noch ein bisschen strubbeliger. Und zwar ist ja heute der. Was habe ich für eine komische Aussprache? Und zwar. Nee, und zwar ist ja heute der vierte Tag. Und ich habe ja gestern schon mal angedeutet, dass ich eigentlich irgendwie ganz gerne wieder nach Hause würde. Und da ich ein sehr spontaner Mensch bin, ja, habe ich mich heute entschieden, doch schon ja, heute nach Hause zu fahren. Genau, da ich mein eigenes Bett vermisse und auch irgendwie meine Freunde und meine Wohnung und ja. Genau, deswegen werde ich gleich packen und ich habe es ja auch nicht so weit nach Berlin. Und ja, da mache ich mich auf den Weg. Vor allem habe ich auch ein bisschen Angst, dass wenn ich noch länger warte, ich hier irgendwann komplett eingeschneit bin. Und der eine Tag bringt mir irgendwie auch nicht so viel, da man hier jetzt auch nicht so viel machen kann, wegen des Wetters und weil natürlich alles irgendwie zu ist und so. Und genau, deswegen fahre ich gleich los. Boah, irgendwie ist genau mein Lieblingswort, ne? Genau. So, ich hoffe, dass euch mein zweiter Vlog gefallen hat. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann schaut doch bei meinem ersten Vlog vorbei. Da habe ich euch mitgenommen zu einem Shooting von mir und über meinen OnlyFans-Account geredet. Und genau, ich würde mich freuen, wenn ihr da auch vorbeischaut. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.